Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute mit meiner 900 bis 1000 Euro Gaming PC Zusammenstellung für das Jahr 2018. Die letzte Konfiguration in der Preisklasse liegt ja über ein halbes Jahr zurück und seitdem hat sich preislich einiges getan. Wir hatten die Mining-Krise und es gab inzwischen natürlich auch ein paar neue Releases. Bei der Konfiguration steht natürlich wie immer die reine Preis-Leistung im Vordergrund und ich habe versucht, so viel Leistung wie möglich rauszuholen, ohne irgendwelche Kompromisse eingehen zu müssen. Für 1000 Euro bekommt man aktuell jedenfalls einen PC, mit dem man quasi alle aktuellen Spiele in Full HD mit höchsten Einstellungen spielen kann und zwar in den meisten Fällen sogar mit weit über 60 FPS. Außerdem haben wir hier nicht nur eine reine Gaming-Maschine, sondern durch den 6-Kern-Prozessor mit 12 Threads und 16 GB RAM eine tolle Maschine für Aufgaben wie Videoschnitt, Rendering und Streaming. Das Teil ist also ein absoluter Allrounder und in meinen Augen ist die 1000 Euro Preisklasse, was das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Zukunftssicherheit angeht, in jedem Fall eine der besten. Der Gesamtpreis schwankt natürlich durch die aktuell zickigen Hardware und vor allem Grafikkartenpreise immer wieder. Als ich den PC zusammengestellt habe, betrug er aber ca. 940 Euro. Diesen PC findet ihr jedenfalls so wie alle meine Konfigurationen immer auf meiner Homepage, wo ich alles regelmäßig prüfe und aktualisiere, um euch stets die aktuellsten Teile und natürlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Wenn ihr die Homepage noch nicht kennt, dann könnt ihr gerne mal da vorbeischauen und mir gerne auch eure Meinung dazu in die Kommentare packen. Und weil mich unter meinen Videos in den Kommentaren immer etliche Leute fragen, ob man die PCs auch irgendwo schon zusammengebaut kaufen kann und sogar ob ich ihnen selbst die PCs zusammenbauen kann, habe ich mir dieses Mal für euch mit Dubaro einen Partner mit ins Boot geholt, bei dem ihr genau diesen PC schon fertig zusammengebaut kaufen könnt. Und zwar zu einem echt fairen Preis und günstiger, als wenn ihr euch das Teil zum Beispiel von Mindfactory zusammenbauen lasst. Dubaro ist jedenfalls ein erstklassiger Shop, der durch sein super Preis-Leistungs-Verhältnis und Fertig-PCs bekannt ist, die zur Abwechslung mal nicht scheiße sind. Und ich denke, mit den Jungs habe ich auf jeden Fall einen Partner gefunden, bei dem am Ende auch ihr von profitiert und das war mir ziemlich wichtig. Herz des PCs ist jedenfalls nach wie vor ein AMD Ryzen 5 1600 6-Kern-Prozessor mit 12 Threads und bis zu 3,6 GHz Turbotakt. In meinen Augen ist der Prozessor nach wie vor der absolute Preis-Leistungskönig und vereint solide Gaming-Performance mit hoher Zukunftssicherheit und extremer Performance in Anwendungen. Größter Konkurrent ist natürlich vor allem seit Erscheinen der B360 Boards der i5-8400, der eine bisschen höhere Single-Core-Performance bietet und damit besonders in älteren Titeln oft die Nase vorn hat. Der Abstand ist aber in den allermeisten Fällen wirklich gering und weil der Trend immer weiter zu Mehrkernoptimierung geht, sehe ich den Ryzen auf lange Sicht gesehen, wegen der deutlich höheren Multicore-Performance und auch weil man ihn gratis frei übertakten kann, trotzdem weit vor dem i5. Dazu kommt natürlich, dass er bei der Anwendungsperformance die Nase vorn hat und gerade wenn man vorhat aufzunehmen, zu streamen und so weiter, dann ist der Ryzen einfach das bessere Multitalent. Bei dem Prozessor wird übrigens schon ein Kühler mitgeliefert, der seinen Dienst wirklich gut und leise verrichtet und selbst mit dem Boxkühler kann man die CPU auf 3,7 bis 3,8 GHz übertakten. Zum Einsatz kommt der Prozessor auch bei dem PC wieder auf dem beliebten MSI B350M Pro VDH, mit dem wir auch übertakten können und das mit 4 RAM-Bänken in der Preisklasse wohl die beste Ausstattung bietet. Ich habe das Board mittlerweile schon in echt vielen PCs im Einsatz gehabt und ich kann wirklich nur Positives darüber berichten. Ziemlich cool sind auch die guten Übertaktungsfunktionen und die zusätzlichen PWM-Anschlüsse, mit denen wir die Gehäuselüfter steuern können. Zwei von den insgesamt 4 RAM-Bänken werden mit insgesamt 16 GB Ballistic Sport LT 2400 MHz RAM bestückt und mit dem aktuellsten BIOS lassen sich die Teile auch problemlos auf 2933 MHz übertakten. Und es lohnt sich bei Ryzen auf jeden Fall und allgemein merkt man einfach, wie sich die Plattform im Laufe der Zeit durch die ganzen BIOS-Updates einfach erheblich verbessert hat. Vor gut 6 Monaten habe ich nämlich denselben RAM schon mal getestet und da lief er nur mit 2666 MHz und inzwischen gibt es auch quasi keinen Boot-Delay mehr und das System ist in 0, nichts hochgefahren. Wenn ihr also selbst ein Ryzen-System zu Hause stehen habt, dann empfehle ich euch unbedingt mal das neueste BIOS drauf zu hauen. Als Grafikkarte kommt in dem PC eine Nvidia GTX 1060 mit 6 GB GDDR5 Speicher zum Einsatz und zwar mit dem MSI 6GT Custom Design, sowas wie ein kleiner Geheimtipp. Das ist nämlich eine der aktuell günstigsten Karten, wurde in allen Testberichten aber trotzdem extrem gut bewertet, bleibt unter Last quasi lautlos und die Temperaturen dauerhaft unter 70 Grad, was auch noch ordentlich Spielraum für Overclocking erlaubt. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass sich die Karte wirklich spielend auf über 2 GHz bringen lässt. Das Teil ist jedenfalls, wie am Anfang schon gesagt, schnell genug für nahezu alle aktuellen Spiele auf hohen bis höchsten Einstellungen mit dauerhaft über 60 FPS und in der Preisklasse aktuell einfach konkurrenzlos. Bei der Festplatte setzen wir natürlich mal wieder auf reinen SSD-Speicher und mit der 500 GB großen Crucial MX500 kommt der Nachfolger der beliebten MX300 zum Einsatz. Das Teil wurde quasi in allen Belangen verbessert und steht trotz erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis leistungsmäßig den teuren Samsung-Modellen eigentlich in nichts nach.
SSDs sind jedenfalls mittlerweile absolut Pflicht in jedem PC, einfach weil der Geschwindigkeitsunterschied zu einer normalen HDD so extrem ist, dass es sich auf jeden Fall auszahlt. Der PC startet in Sekundenschnelle, Programme öffnen sich blitzartig und die Ladezeiten in Spielen werden um ein Vielfaches verringert. Und damit der PC auch ausreichend mit Strom versorgt wird, kommt als Netzteil ein hochwertiges BeQuiet PurePower 10 mit 400 Watt und 80+ Silber-Zertifizierung zum Einsatz. Das PurePower 10 ist technisch mit DC-DC und Multirail auf dem neuesten Stand und wie der Name schon verspricht, natürlich außerordentlich leise. 400 Watt sind natürlich auch mehr als genug für diesen PC und theoretisch könnte man da sogar easy eine 1070 dranhängen und selbst mit Overclocking wird man da absolut keine Probleme kriegen. Und verbaut werden alle Komponenten dieses Mal in einem neuen und wie ich finde ziemlich schicken Gehäuse von Shakun und zwar dem S1000 in der Window Edition. Das kompakte Gehäuse ist super verarbeitet, wirkt richtig edel, hat schon zwei vorinstallierte Lüfter und sogar eine Netzteilabdeckung. Für aktuell unter 40 Euro ist es also mal wieder ein richtiges Schnäppchen, aber an der Stelle könnt ihr natürlich auch jedes andere Gehäuse verwenden, was euch gefällt. So, und das waren auch schon alle Komponenten meiner aktuellen 900 bis 1000 Euro Gaming-PC-Empfehlungen. Wer noch ein bisschen drauflegen möchte, für den habe ich noch ein paar praktische Dinge wie eine zusätzliche Festplatte, einen dickeren CPU-Kühler und so weiter in der Beschreibung verlinkt. Das ist aber rein optional und der PC ist so wie er hier steht auch schon super ausgeglichen konfiguriert. Mich interessiert an der Stelle aber natürlich schon mal, was ihr so von dem System haltet und fändet ihr es cool, wenn es meine anderen Konfigurationen in Zukunft generell schon zusammengebaut zu kaufen gibt für die Leute, die das selbst nicht machen wollen. Ich freue mich jedenfalls auf eure Kommentare dazu. Den Test und Zusammenbau des PCs gibt's natürlich wie gewohnt nächste oder übernächste Woche Samstag zu sehen und damit war's das jetzt auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, dann lasst auch einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe natürlich, ich sehe euch im nächsten Video.